Wir müssen jetzt leider spielen bis zum ersten Tor. Das geht natürlich nicht anders. Bevor ich mich mit Ihnen sinnvoll unterhalte. Oh, ja, danke schön. Schlechter Torwart. Sie sind ein schlechter Torwart? Ja. Das ist das Problem von Werder auch, ne? Oder? Im Moment? Nee, die Werderaner haben ja einen guten Torwart. In Albert Voss, der hat ja seine Sache, so wie ich es gesehen habe, im Fernsehen letztens in Braunschweig sehr gut gemacht. Und hat in Hinterhand jetzt noch den Dieter Bodensky, der dabei ist, wieder fit zu werden und in der nächsten Zeit zum Einsatz kommt. Ja. Wie machen Sie das eigentlich? Das stelle ich mir mal so vor. Was haben Sie eigentlich selber früher gespielt, als Sie aktiv waren? Ich war Abwehrspieler. Abwehrspieler. Und trotzdem wissen Sie ganz genau, was ein Stürmer wissen muss, um vernünftig spielen zu können? Ja, natürlich. Praktisch seit 1960 spiele ich Fußball im Verein. Und seit bei wem waren Sie da? Rot-Weiß Essen, ja. Und Berlin und Kaiserslautern. Und man weiß eigentlich, wenn man so lange dabei ist, was ein Stürmer denkt und fühlt und was man als Abwehrspieler machen muss. Das ist eine Summe von Erfahrungen. Wie viel kennen Sie denn jetzt von den Werder-Spielern, die Sie heute Nachmittag trainiert haben, noch persönlich? Sie waren ja schon mal hier 75, 76 in der Saison. Ja, ich würde sagen so 80% oder 75%. Wie macht man sich eigentlich so bekannt mit einer neuen Mannschaft? Das würde mich mal interessieren. Gehen Sie auf den Platz und sagen, guten Tag, ich bin der Otto, oder wie? Ja, die Spieler kennen mich ja, die wissen ja doch, wer ich bin, alle, auch die anderen. Und wir haben dann heute in der Kabine vor dem Training, hat der Herr Assauer mich vorgestellt und wir haben einige Worte zur Mannschaft gesagt, worauf es ankommt und ich dann auch, dass eben also jetzt die nächsten Spiele darüber entscheiden, also die 12 Spiele, die noch sind innerhalb von 2 Monaten, ob Werder wieder zurückkommt, wieder im nächsten Jahr zur Crème de la Crème gehören will. Und dafür lohnt es sich schon, jetzt auf Fußball total umzuschalten, in allen Gedanken. Das tut man aber bisher noch nicht, ne? Oder doch, ich meine, aber jetzt beginnt ja der Endspurt, das ist wichtig. Und so wie die Mannschaft jetzt am letzten Sonntag gegen Erkenschwick gespielt hat, das war nicht so ein gutes Spiel und auch in Kiel nicht. Wenn sie so weiterspielen würde, würde es wahrscheinlich sehr schwer werden, aufzusteigen. Man hat ja manchmal den Eindruck, dass Werder nur deswegen an der Tabellenspitze ist, weil die anderen noch schlechter sind, ne? Ich muss doch sagen, dass Werder sich wahrscheinlich in der Bundesliga vom Spielerischen her leichter tun wird, denn wenn sie als in der ersten Bundesliga, wenn sie als Absteiger in die zweite Bundesliga kommen, dann sind sie praktisch eine Top-Mannschaft in der zweiten Bundesliga und wo immer sie hinkommen, ob nach Oldenburg oder Kiel, da betrachten die Leute das als Spiel der Spiele und da tut man sich sehr schwer. Ist das nicht aber vor allen Dingen ein psychologisches Moment, wenn Werder jetzt auch noch viel Glück hat, weil in der zweiten Liga Erster zu sein, ist doch psychologisch immer besser als in der ersten Liga Letzter? Nein, ich glaube, die Jungs sind, oder jeder Fußballer will im Grunde genommen ganz oben mitspielen. Das ist ganz klar. Und wer so lange auch, wie einige Spieler bei Werder Bremen, oben gespielt hat, der sehnt sich wieder danach zurück, also ganz oben dabei zu sein. Sie müssen doch für Werder jetzt eigentlich ein ganz billiger Trainer sein, denn wenn ich das richtig gelesen habe vorhin, dann kriegen Sie von Fortuna Düsseldorf ja bis zum Jahresende Geld. Oder haben Bundesliga-Trainer so 2 Verträge? Nein, ich habe mein Vertrag lief im Juni aus und wir haben einen Vergleich getroffen. Und sind also gestern auseinandergegangen und heute bin ich hier in Bremen. Muss Werder denn jetzt irgendwie anders spielen in den nächsten 4 Wochen, wenn Sie trainieren? Ja, sie muss erfolgreich spielen, besonders auswärts. Samstag haben wir schon ein sehr schweres Spiel in Solingen. Das ist eine kompakte Mannschaft. Und, ich meine jetzt so, es gibt doch immer sonst mit Trainern so verbunden, so weiß ich was, Riegel oder so bestimmte Taktiken, die mit einem bestimmten Trainer verbunden sind. Gibt es das bei Ihnen auch, dass Sie jetzt sagen, also ich habe eine bestimmte Riegeltaktik spielen, wir wollen ja aufsteigen und wir müssen schon überall, wo wir spielen und besonders hier zu Hause, also einen offensiven Fußball spielen und auch einen Fußball, der die Leute begeistert. Und auswärts dürfen wir uns auch nicht verstecken, wir müssen schon zeigen, dass wir gewillt sind aufzusteigen. Das muss man im Spiel sehen, voller Selbstvertrauen. Ja. Sie haben eine gute Position jetzt, nicht? Denn wenn Sie mit Werder den Aufstieg schaffen oder wenn Werder in den 4 Wochen jetzt die entscheidenden Spiele gewinnt, dann könnte wieder so der Ruf entstehen, der Rehhagel, der hat Werder in die erste Bundesliga gebracht. Ach, ich sehe das nicht so. Das wird oft gesagt von mir, dass ich, Otto Rehhagel ist der Retter. Oder ich muss ja irgendwo, habe ich jetzt also 4 Monate nichts gemacht und ich arbeite auch ganz gerne wieder und ich habe immer die Jobs gemacht, die man mir angeboten hat. Und man hat also, Inter Mailand hat mir noch keinen 5-Jahres-Vertrag angeboten, sonst hätte ich das auch schon gemacht. Aber ich habe gelesen, dass viele Erstliga-Clubs gerne von Ihnen trainiert worden wären und Sie haben gesagt, nee, will ich nicht. Und jetzt kommen Sie zu Werder? Das sind also Gespräche gewesen, die man so hinter den Kulissen führt für die neue Saison. Und ich bin aber Werder, das muss ich wirklich hier sagen, also freundschaftlich verbunden und die haben mir auch mal geholfen, als ich vor 5 Jahren vom DFB mal 3 Monate gesperrt war. Als die Sperre vorbei war, hat Werder es mir ermöglicht, hier wieder anzufangen und einen neuen Job zu finden. Ja. Und jetzt revanchiere ich mich und
komme zu den Leuten, weil sie in Not sind. Wir wollen von den Niederungen des FSV Werder oder der zweiten Bundesliga nochmal ganz hochgehen. Und zwar wollen wir uns nochmal angucken, die beiden Tore vom Fußballspiel Bundesrepublik Deutschland gegen Albanien. Haben Sie das gesehen? Ja, aber nur das erste Tor habe ich gesehen. Dann wissen Sie, welches das ist. Ich habe das nämlich nicht gesehen. Das erste Tor von Schuster. Jetzt umspielt er den Mann und schießt dann in den Winkel. Von sowas träumen Sie, ne? Oder? Ja, das ist, war ein sehr schöner Schuss aus der zweiten Reihe. Dazu gehört auch ein wenig Glück. Aber der Bernd Schuster hat das Zeug dazu, aus der zweiten Reihe eben so gefährlich zu schießen. Das ist einer seiner hervorragenden Eigenschaften. Hat Werder auch so einen Mann, der das gut könnte? Ja, ich hoffe, ne, dass wir aus der zweiten Reihe auch Tore machen. Aber die Stärken liegen doch, glaube ich, auch mehr bei den Leuten, die Tore machen, beim Erwin Kostede und Meier und Rhein, das in der vorderen Reihe. Ja, das wird das zweite, das ist nochmal Schuster. Das war Klaus Allers. Achso, das schießt aber Schuster, ne? Da, ja. War das nur Pfosten? Ja. Ich guck wieder mit dem Pfosten. Ist eigentlich für Werder irgendwann die Chance gegeben, wenn ein so ein Star hierher käme zu Werder, wäre dann die Mannschaft automatisch besser, wenn jetzt einer eingekauft würde? Ich glaube, Werder muss versuchen, wenn das große Ziel erreicht wird, Bundesliga-Aufstieg sinnvoll und gezielt einzukaufen. Einer alleine wird es nicht bringen, ein Superstar, sondern man muss schon vielleicht zwei Leute haben, die Bundesliga-Niveau besitzen und die auch echt hierher passen. Das ist wichtig. Wissen Sie da einen zu sagen? Haben Sie da einen im Auge? Oder? Ich glaube, erst müssen wir uns mal darauf konzentrieren, dass wir es wirklich schaffen. Dann wird man weitersehen. Ja. War das eigentlich ein gutes Spiel aus Ihrer Sicht, das Spiel der Nationalmannschaft? Das war nicht so ein gutes Spiel. Unsere Mannschaft, die kann viel besser spielen und der Gegner war auch nicht so stark, um die Mannschaft so zu fordern, wie das eigentlich nötig war. Das war doch das zweite Tor dann? Das zweite Tor von Schuster, ja. Ja. Was mich jetzt noch interessieren würde, was Sie vorhaben, bleiben Sie tatsächlich nur 4 Wochen in Bremen? Ja, ich habe mit dem Präsidenten und mit dem Herrn Assauer besprochen. Wir haben übrigens auch noch gar keinen Vertrag miteinander geschlossen. Erstmal hier die Zeit, wo der Herr Klötzer krank ist, dem Verein echt zu helfen, weil er jetzt also in Schwierigkeiten geraten ist und weil auch Herr Assauer sich um andere Dinge kümmern muss, die sehr wichtig sind im Hinblick auf die Zukunft. Und ich ja frei war, dann habe ich gesagt, jawohl, Leute, ich mache das aus den schon eben gesagten Gründen, die also längere Zeit auch zurückliegen. Als Werder Bremen mal deutscher Meister gewesen ist, und das sind Sie ja mal gewesen, ja, da war das doch vor allen Dingen eine Abwehrmannschaft, ne, mit einer ausgesprochen starken Abwehr. Und eigentlich nicht so sehr eine Sturmmannschaft. Glauben Sie, dass Werder jetzt immer noch eine starke Abwehrmannschaft ist? Ach, das will ich nicht sehen. Ich meine, Herr Matischak, der Klaus, das ist übrigens ein guter Freund von mir, der hat ja damals hier als Mittelstürmer, ist er ja deutscher Meister geworden, glaube ich. Mhm. Und hat dort auch, war ein sehr gefährlicher Mittelstürmer, hat viele Tore gemacht. Mhm. Die Mannschaft von früher, die deutscher Meister geworden ist, war, das waren sehr, wären so heute, wenn man sie hätte, sehr gute Profis. Die hatten wirklich auch eine gute Einstellung und waren vor allen Dingen auch, wie soll ich sagen, die hatten eine unwahrscheinliche Dynamik. Ich habe selbst gegen diese Leute ja auch gespielt. Mhm. Es hat immer geheißen, wenn Horst-Dieter Höttges in der Mannschaft bleibt oder so lange, dann steigt Werder nicht ab. Hätten Sie das geglaubt, dass das so ist? Ganz kurz, wir sind am Ende. Ja, ich wäre froh, wenn wir heute noch einen Horst-Dieter Höttges hätten, also in Hochform. Okay, spielen wir weiter. Haben Sie noch einen Ball?